CSU-Fraktion spricht jetzt die Kollegin Silvia Jürgensen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir alle hier wollen bezahlbares Wohnen. Und im Gegensatz zu Ihnen, werte Kollegen der Grünen, arbeiten wir an ganzheitlichen Lösungen. Wir haben bereits vieles im Hinblick auf bezahlbares Wohnen auf den Weg gebracht, und wir sind noch lange nicht fertig damit. Aber man kann die Sache natürlich auch schlechter reden, als sie ist. Nur das bringt uns keinen Millimeter weiter. Und das wäre schade, weil das Thema dazu viel zu wichtig ist. Für Familien, die eine stadtnahe Wohnung in der Nähe von Versorgungs- und Bildungseinrichtungen brauchen oder in der Nähe zum Arbeitsplatz. Für Studierende und Auszubildende, die mit wenig Geld zentral wohnen müssen. Für Senioren, die dort, wo sie schon immer leben, altersgerechten Wohnraum suchen. Und auch für Schutzsuchende, für die Wohnen ein Schlüssel zur erfolgreichen Integration ist. Deshalb setzt sich die Union weiterhin dafür ein, bezahlbaren und zielgruppengerechten Wohnraum zu schaffen. Das gilt sowohl für Neubau wie auch für Modernisierung des vorhandenen Bestandes. Wir brauchen beides. Aber uns fehlen 350.000 bis 400.000 neue Wohnungen jährlich. Das kann der Bund nicht allein anschieben. Hier müssen alle an einem Strang ziehen, auch die Länder und Kommunen. Und es sind im Übrigen nicht nur Wohnungen im sozialen Wohnungsbau, die wir brauchen. Das sind Wohnungen für alle, die in unserem Land leben. Das ist sowohl geförderter wie auch frei finanzierter Wohnungsbau durch kommunale und private Investoren oder auch durch Genossenschaften. Die Große Koalition ist die Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt längst angegangen. Es ist richtig, dass in bestimmten Ballungsgebieten die Märkte überhitzt sind und wir dort zu wenig Wohnraum haben für diejenigen, die über geringe und mittlere Einkommen verfügen. Um die Symptome in den überhitzten Märkten abzumildern, haben wir die Mietpreisbremse eingeführt. Auch wir als Union wollen nicht, dass Menschen aus ihren angestammten Quartieren verdrängt werden. Deshalb haben wir den Mietern Rechte an die Hand gegeben, die sie jetzt auch tatsächlich wahrnehmen müssen. Aber die Mietpreisbremse allein löst das Problem des Wohnungsmangels nicht. Deshalb war uns immer die Verknüpfung mit Maßnahmen für den Wohnungsbau wichtig. Aus diesem Grund haben wir auch die Mittel für die soziale Wohnraumförderung bereits verdoppelt. Die bis 2019 vorgesehenen Kompensationsmittel in Höhe von ursprünglich 518 Millionen Euro haben wir um 500 Millionen jährlich aufgestockt. Und der aktuelle Haushaltsentwurf sieht sogar eine weitere Erhöhung auf über 1,5 Milliarden Euro jährlich vor. Mit diesen Mitteln ist es den Ländern möglich, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Aber die Länder geben das Geld nach wie vor scheinbar für anderes aus. Die Zahlen der neu geschaffenen Sozialwohnungen steigen nicht in dem Maße, in dem es erforderlich und bei ordnungsgemäßer Verwendung der Mittel auch möglich wäre. Tatsächlich reicht in einigen Ländern der Neubau nicht einmal, um die Anzahl der aus der Sozialbindung fallenden Wohnungen auszugleichen. Deshalb mein erneuter Appell an die Länder, die üppigen Bundesmittel vollumfänglich einzusetzen. Und hierfür müssen die Förderprogramme so attraktiv ausgestattet sein, dass die Fördermittel auch abgerufen werden. Zahlen über große Kreditangebote sind langweilige Schaufensterdekoration. Wir brauchen Kassenschlager, die von den Ländern auch tatsächlich von den Investoren aus den Händen gerissen werden. Sie fragten gerade, was nach 2019 ist. Aktuell liegen die Ergebnisse der Bund-Länder-Finanzverhandlungen vor. Die Ministerpräsidenten haben sich mit der Bundeskanzlerin und dem Finanzminister darauf geeinigt, dass ab 2020 eine Neuordnung in Kraft tritt. 2020 werden damit die Kompensationsmittel enden. Dann müssen die Länder aus einer höheren Beteiligung der Umsatzsteuer ihre Verpflichtung im sozialen Wohnungsbau finanzieren. Auch ich bin gespannt, wie die Prioritätendiskussion künftig in den Ländern verlaufen wird. Liebe Kollegen der Grünen, in Ihrem Antrag erscheint die Einführung der Wohnungsgemeinnützigkeit als Allheilmittel der Probleme. Sie verkennen aber, dass diese den Wohnungsmangel nicht lösen wird, und zwar aus vielen Gründen. In der Zeit nach den beiden Weltkriegen war die Wohnungsgemeinnützigkeit ein wichtiger Baustein der Wohnungspolitik. Schließlich fehlte es damals an funktionsfähigen Kapitalmärkten und Investoren, die Wohnungen finanzieren konnten. Aber heute haben wir andere Rahmenbedingungen.
Die Probleme liegen nicht an mangelnden Investoren, sondern an ganz anderen Stellen. Beispielsweise daran, dass zu wenig Bauland zur Verfügung steht oder dass die Baukosten zu hoch sind. Wie will das denn Ihre Gemeinnützigkeitsidee lösen? Und es ist doch ein Irrglaube, wenn Sie annehmen, dass gewinnorientierte Unternehmen keine soziale Verantwortung für ihre Mieter und ihre Quartiere wahrnimmt. Der Erfolg eines Wohnungsunternehmens hängt doch maßgeblich davon ab, dass ein Stadtviertel prosperiert. Und kommunale Unternehmen leisten wichtige Beiträge durch die Gewinnabführung zur Finanzierung der Kommunen. Und Herr Kühn, Sie haben gerade das Stichwort neue Heimat selbst ins Spiel gebracht. Vielleicht sollten wir der Öffentlichkeit einmal den gigantischen Skandal des Gewerkschaftswohnungsbauunternehmens Neue Heimat wieder in Erinnerung rufen. Mehrere Vorstandsmitglieder der gewerkseigenen gemeinnützigen Unternehmens hatten sich persönlich bereichert und der Gewerkschaftskonzern war erheblich verschuldet. Der ehemalige Vorstandschef hat durch Privatgeschäfte dem Unternehmen einen Verlust von 105 Millionen Mark beschert. Die Verbindlichkeiten der übernommenen neuen Heimat betrugen dann etwa 16 Milliarden Mark und die platzte auch noch wegen Überschuldung. Am Ende musste alles aufgelöst und verkauft werden. Der Gemeinnützigkeitsstatus hatte das Unternehmen der natürlichen Kontrolle aller Geschäfte durch eine Gewinnorientierung entzogen. Die Gemeinnützigkeit im Wohnungsbau war der fruchtbare Boden für millionenschweren Betrug und milliardenschwere Verluste. Frei nach dem Motto, Gewinne darf ich nicht machen, meinen Bonus organisiere ich mir trotzdem und für Verluste kommen die anderen auf. Eine Generation weiter hoffen einige, dass sich die Öffentlichkeit nicht mehr daran erinnert. Aber das werden wir nicht zulassen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zu einem wichtigen Förderprogramm kommen, dem altersgerechten Umbau. Aufgrund des demografischen Wandels und höherer Lebenserwartung ist es wichtig, dass wir in den kommenden Jahren ausreichend altersgerechten Wohnraum schaffen. Denn die Menschen wollen so lange wie möglich selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden leben. Hier muss ich doch meine Verwunderung ausdrücken, dass der Haushaltsentwurf in allen möglichen zusätzlichen Projekten hunderte Millionen Euro vorsieht, aber bei diesem Programm offensichtlich erst wir Parlamentarier das Eisen aus dem Feuer holen sollen. Die Mittel für dieses Jahr sind bei der KfW längst aufgebraucht. Da ich schon bei einem Appell an die Bauministerin bin, werte Frau Henrichs, eine weitere Sache liegt mir auch sehr am Herzen. Anfang des Jahres wurden die Ergebnisse des Bündnisses für bezahlbares Wohnen und Bauen vorgelegt. Die Erhöhung der Kompensationsmittel und die Erhöhung des Wohngeldes können ja nun nicht alles der Umsetzung gewesen sein. Insbesondere bei den Ergebnissen der Baukostensenkungskommission und den zusätzlichen Investitionsanreizen müssen nun Taten folgen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden unsere Herausforderungen in der Baupolitik nur lösen, wenn mehr gebaut wird. Wir können den Wohnungsmangel nicht mit den Stellschrauben des Mietrechts lösen, sondern wir müssen bauen, bauen und nochmals bauen. Denn nur mit mehr Wohnungsneubau werden die Ursachen steigender Mieten langfristig bekämpft. Und es ist nicht nur die Schaffung von Sozialwohnraum nötig, sondern wir müssen auch den frei finanzierten privaten und genossenschaftlichen Wohnraum fördern. Und das geht am besten durch eine steuerliche Förderung. Diese kann richtig eingesetzt schnell und genau dort wirken, wo der Druck auf die Wohnungsmärkte am größten ist. Insofern bin ich sehr enttäuscht, dass die steuerliche Förderung nun nicht realisiert werden soll. In meinen Augen ist sie bitter notwendig. Und dieses Mittel war auch eine Empfehlung des Bündnisses und ein Projekt des Bundesfinanzministers und der Bundesbauministerin. Doch was hilft die beste Baupolitik, wenn kein Raum zum Bauen vorhanden ist? Das höre ich immer wieder bei Gesprächen im Wahlkreis. Ich erwarte daher von den Kommunen, dass Bauland ausgewiesen wird und die Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Um den erhöhten Wohnungsbedarf zu decken, brauchen wir heute zusätzliche neue Siedlungsgebiete und auch schneller mehr Bauland an den Ortsrändern. Um den Wohnraumbedarf zu decken, liebe Kollegen, müssen wir auch mit Maß an der baulichen Dichte ansetzen. Hierzu muss die Baunutzungsverordnung überarbeitet werden. Wir wollen einen neuen Baugebietstyp schaffen, der mehr Nachverdichtung und flexiblere Nutzungsmischung aus Wohnen und Gewerbe ermöglicht.
Aber gerade beim Bauen müssen wir auch offen für Innovation und Kreativität sein und mit der Zeit gehen. Modulares und serielles Bauen wird in Zukunft wichtiger werden. Hier ist heute schon vieles möglich. Meine Damen und Herren, darüber hinaus müssen wir uns nicht nur um Mietwohnungen, sondern auch um selbstgenutztes Wohneigentum kümmern. Das ist uns als Union sehr wichtig. Der Bau von Eigentumswohnungen hat die gleiche Wirkung wie der Bau von Mietwohnungen. Doch durch Umzugsketten und Sickereffekte wird am Ende auch hierbei Mietwohnraum frei. Und im Nebeneffekt, Herr Kühn, hat dies auch noch eine soziale Komponente. Wohneigentum ist die wichtigste Form der privaten Altersvorsorge. Und es ist die einzige Form der Altersvorsorge, von der man sogar im jungen Alter schon etwas hat. Konkret geht es mir um die Wohnungsbauprämie. Junge Menschen und Familien müssen einen Anreiz haben, schon frühzeitig für Wohneigentum zu sparen. Hier müssen wir Anreize schaffen, die attraktiv sind. Die Wohnungsbauprämie im jetzigen Zustand ist es nicht. Wir müssen sie so verändern, dass sie wieder attraktiv wird, gerade für die unteren und mittleren Einkommensbezieher. Wir müssen hier Anpassungen an die Einkommens- und Preisentwicklung vornehmen, denn aufgrund inflationsbedingter Lohnerhöhungen sind viele Arbeitnehmer aus der Förderung herausgefallen. Hier besteht Handlungsbedarf. Ein weiteres Thema, das der Kollege Nüßlein auch schon angesprochen hat, unterstütze ich auch. Die nordrhein-westfälische CDU hat noch weitergehende Ideen, für die auch ich mich stark mache, die auch beim nächsten Bundesparteitag eingebracht werden, nämlich die Einführung eines bundesweiten Baukindergeldes für alle Familien mit Kindern, die selbstgenutztes Wohneigentum erwerben. Viele Familien fühlen sich heute alleingelassen mit den Kosten für Kinder. Das Baukindergeld würde hier die notwendige Unterstützung bieten und für viele aus der Mitte unserer Gesellschaft einen Anreiz schaffen, eigenen Wohnraum zu bauen oder zu kaufen. Liebe Kollegen, Wohnungsbaupolitik erfordert ein ganzheitliches Konzept. Das Schaffen allein von bezahlbarem Wohnraum, wie Sie es in Ihrem Antrag fordern, liebe Grüne, löst die Herausforderungen nicht. Wir setzen auf nachhaltige Lösungskonzepte und auf wirkliche Problemlösungen und sind hierbei auf einem guten Weg. Dankeschön. Vielen Dank. Nächster Redner ist Detlef Pilger, SPD-Fraktion.